gemacht, die gezeigt hat, dass insbesondere Lernende an Berufsfachschulen weniger Abstimmungen und Wahlen teilnehmen. Und darum unterstützen wir das Projekt, damit junge Leute mehr zum Mitbestimmen motiviert werden. Wir können über die Zukunft entscheiden und es ist auch wichtig, dass die Jungen das machen. Und bei dem, was wir heute gehabt haben, habe ich gemerkt, dass Politik auch nicht so schwierig oder so streng ist, wie man manchmal denkt. Der heutige Morgen hat mir so ein bisschen einen Einblick gegeben, was mich erwarten könnte, wenn ich dann 18 bin. Weil die Lernenden gerade jetzt im zweiten Lehrjahr volljährig werden und somit auch können abstimmen und wählen. Und die Möglichkeit, wirklich mal Politik live zu erleben mit eingeladenen Gästen von verschiedenen Parteien, ist sicher ein Motivationsschub, dass sie sich auch nachher an der Urne politisch einsetzen. Also zu meiner Berufsschulzeit vor über 50 Jahren bald ist es natürlich nicht möglich und üblich gewesen, dass man überhaupt sich können im allgemeinbildenden Unterricht mit politischen Fragen auseinandersetzen. Und da ist halt eine Entwicklung passiert, die ich sehr begrüße. Es geht darum, die Jugendlichen für die Politik zu interessieren, mit ihnen anzufangen zu diskutieren, Sachen, die gerade aktuell sind, wo sie vielleicht vor der Wahl stehen, was sie auf den Stimmzettel schreiben sollen. Und darum ist es gut, wenn man da kann diskutieren und auch das Feedback von den Jungen abzuholen und gleichzeitig ihnen auch zeigen, wie Politik funktioniert. Es ist wichtig für uns junge Menschen, dass wir uns intensiv mit unserer Zukunft beschäftigen. Und dazu gehört einfach auch, dass wir uns mit der Politik näher auseinandersetzen. Die Politik gestaltet unsere Zukunft und da sind wir als junge Menschen am längsten davon betroffen.